beste Angelbedingungen, leichter Wind, Sonne-Wolken-Mix, schöne Außentemperaturen. Womit würdest du denn gern anfangen, Erik? Ich richte mich da total nach dir. Nee, du musst jetzt sagen, na klar mit der Chatter-Rushka. Womit würdest du denn gern anfangen, Erik? Na klar mit der Chatter-Rushka. Logisch, weil sie ist ja schon montiert. Ein Kopf mit einer Chatterblade dran. Ich habe schon ein paar vorbereitet. Der Erik kriegt eine ganz schöne. Du willst ein bisschen feiner angeln, ne? Ja. Dann gebe ich dir mal die hier. Das ist doch eine sehr schöne Farbkombination. Gerade habe ich mir Erik gesagt, er soll die GoPro fertig machen. War der erste Wurf? Erster Wurf. Klassischer Fall von, ich konnte es nicht abwarten. Petri heil. Petri dank. Fisch Nummer 2, aber immerhin Zielfisch. Nicht der größte seiner Art, aber Zielfischalarm. Etwas besserer Barsch. Vom Schilf weggenascht. Nicht den Barsch weggenascht, eher den Chatter-Rushka. Oh, das war ein bisschen was. Nein! Oh, ich habe mich sogar gesehen. Shit. Das könnte man jetzt gut gesehen haben, wie der den abgeräumt hat. Leute, ein herrlicher Wahnsinn. Oh nö. Das ist auch schon lustig hier. Oh, was? Die Schleie! Hm? Die Schleie springt mein Köder hinterher! Nicht dein Ernst. Da! Nein! Oh, ich hab einen Fisch. Lag nur ab auf dem Grund. Reingeworfen! Nicht gekurbelt, am Triffzack gespielt. Fisch. Ein bisschen besser. Ja. Ja, bitte sei ein großer Barsch, bitte. Ja, Hecht, Mann! Fisch. 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 Ein Schniepelkonzert vom Allerfeinsten. Herzlich willkommen in Schniepelsboro. Aber das wird noch. Schöner Barsch. So, ich lasse die jetzt da unten auch gern mal ein bisschen an der freien Strippe strampeln, damit ihr seht, dass sich der Haken nicht ausklingt. Ja, dieser freie Haken. Der hat ganz schön gelitten, der Junge. Oh. Ihr seht ja, der Haken hier, freies Spiel. Und wir haben ja hier diesen Mechanismus, diese Spirale, ja. Diese Öse. Und jetzt gibt es schon Leute, die befürchten, dass sich der Haken im Drill hier ausklingt. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, der hatte volles Spiel. Ist mir auch wirklich noch nie passiert. Klingt sich nicht aus. Also besonders, wenn wir Zug halten, geht es gar nicht. Das Schöne an diesem Mechanismus ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, ne, ich schaue ja immer, dass das so ein bisschen passt, dass mein Köpfchen passt zum Trailer. Jetzt könnte es aber ja sein, dass ich hier in dem See zum Beispiel, haben wir einen trüben Bereich auch, wo die Karpfen sind, dann könnte ich jetzt einfach das Ding hier dran lassen, auswechseln und jetzt stellen wir uns einfach vor, es wäre ein anderer und dann klinke ich es wieder ein, drehe es rein. Und bin wieder klar. Dass der Gummifisch jetzt hier verkehrt rum dran hängt, ist der Tatsache geschuldet, dass da schon relativ viel dran rumgezuppelt wurde. Ist aber auch ein Trick, könnt ihr euch merken. Gummifisch verkehrt rum aufziehen, manchmal deckt die Blade unten den Schaufelschwanz ab. Dann ist es cooler, wenn der verkehrt rumläuft, hat man wieder ein bisschen mehr Action.
Fisch? Ja. Fisch. Da hat er was. Oh. Oh, schön werfen kann man damit. Bin ich echt begeistert. Ja, eigentlich schmeißt sich, finde ich, Fluorocarbon noch schön, also ja, schöner als alles andere. Ja. Das ist wieder ein Hecht. Ja. Boah. Alter, ey. Was ist ein Hecht? Aggressive Hechtflöte. Kommen die da von unten angeschossen? Fisch, besserer. So, nächster Fisch. Hab kurz den Trailer gewechselt. Hab jetzt einen Paddelschwanz dran. Und erster Wurf. Gleich. Ein bisschen besserer Hecht. An der leichten Route macht es auch noch Spaß. Ey, die haben heute echt richtig Hunger. Ja, Leute, ich habe mir eine neue Rolle geleistet. Beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, musste ich sie mir gar nicht leisten, weil Shimano einen ausgegeben hat. Auf die Rolle kommt jetzt Fluorocarbon. Warum? Fluorocarbon hat Dehnung, Fluorocarbon ist unsichtbar, Fluorocarbon wirft sich super geschmeidig, alles super. Deswegen habe ich jetzt an die 15 Gramm, wo ist jetzt die Fluorocarbon? Du lachst jetzt nicht. Johannes kommt mit dem Platz hier im 265er Tusca überhaupt nicht zurecht. Und für mich ist es echt amüsant. Also ich finde es super. Amüsant. Du sagst ja immer nur, Johannes gibt mir Gummifisch, Johannes gibt mir Stahlpuffer, Johannes gibt mir Chatterbait. Wo hast du jetzt das Fluorocarbon? Ich raste aus. Also, weiter im Text. Fluorocarbon 24,5 zur 15 Gramm Route perfekt passen. Jetzt müssen wir das halt da drauf kriegen. Wirklich mal hier ein paar Windungen drauf. So die ersten. Und dann schmeiße ich einfach die Spule ins Wasser. Dadurch kommt Druck drauf. Und jetzt kann ich einfach einkurbeln und da unten rotiert meine Spule. Die Schnur geht sauber drauf. Ist schon nass. So, jetzt habe ich hier so ungefähr 50 Meter drauf gespult. So 2 mm unter den Rand. Fluorocarbon muss man nicht voll machen, die Spule. Muss aber schon halt mit dem Daumen drauf kommen zum Abstoppen. So, dann beiße ich mir das an. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch durchfädeln und können dann den Spirit of Fluorocarbon genießen, den schönen Dehnungsdrill. Kaum macht man Fluorocarbon drauf, schon klinken sich die Barsche ein. Wunderbar. Ehrlich gesagt, genau wegen denen sind wir hier. Rolle direkt mit Schneider beim zweiten Kran. Jo. Jetzt haben wir den nächsten Fisch drauf. Die Hechte bäumen sich den Chatterbaits. Deshalb ist auch wirklich die kleine Stahlspitze extrem wichtig. Da guckt das goldene Blade raus. Johannes fischt, glaube ich, gerade ein silbernes. Schwarz ist sogar. Also Leute, chattern wirklich in Gewässern, wo Hechte vorkommen, bitte mit Stahlspitze. Ist auch echt so. Es ist ein Köder, der macht die Fische aggressiv, ist ein schnell geführter Köder. Das ist jetzt nichts, wo ich das Ding in Zeitlupe anbiete, wo sich die Fische krass Gedanken machen können. Oh, das Stahl ist mir jetzt aber zu dick. Kann man echt bedenkenlos machen. Fisch! Oh, oh, oh. Bisschen besser jetzt auf jeden Fall. Nur Dampf machen, nur Druck machen. Dafür sind wir da. Aber ihr seht's, gerade hat mir ein Barsch den Schaufelschwanz abgebissen. Die Shatter Rushka macht so viel, dass das auch gereicht hat.
ist er. Auch wieder eine Stelle hier hinten am Schwanz. Ja, ist schon ein guter Hechtbestand am See. Haben die Barsche kein leichtes Spiel? Nee, hier willst du echt kein Barsch sein. Der Witz ist, Leute, wir fangen hier eine Fritte nach der nächsten. Ne? Wir waren hier schon mal und da hatten wir, glaube ich, eine Fritte und einen oberkrassen Nachläufer. Den ganzen Tag. Oder einen Fehlbiss. Den ganzen Tag. Oh, ein Riesen. Riesennachläufer? Bei mir? Ja. Barsch? Hecht. 90er? Nicht dein Ernst. Oh, das wär's ja. Oh, jetzt habe ich irgendwie was Größeres. Das ist ein Barsch. Größerer Barsch. Da ist ein 40. Johannes erst gerade mit 90er Hecht als Nachläufer und jetzt. Yes! Juhu! Da ist er! Jawoll, ey! Rausgechattert, ey! Was ein schöner Barsch! Fisch! Oh, kleiner Mistbarsch. Hab ich genau gesehen. Boah, hast du ihn gesehen? Was war das? Hecht? Boah. Oh shit, das war was Besseres. Ups, wenn es ein Barsch ist, ist es ein Hecht. Wenn es ein Barsch ist, ist es ein Hecht. Oder? Das war wieder so. So ein Hecht. Schön gehakt. Ganz klar muss man sagen, seitdem ich das bräunliche Modellfisch hier mit Rot und Barschimitat drauf, klappt es auch mit den großen Fischen. Ne, kriege ich auf jeden Fall mehr Bisse. Ganz kurz was zu den Cheddar Rush Cass. Leute, es gibt vier Farben. Die hier, More Fire, mit einem More, also einem Pumpkin Skirt und einem roten Firehead hier, kombiniert mit einer goldenen Blade. Dann gibt es Chartreuse Party, silbernes Blade, passend dazu hier ein bisschen Silberfäden drin, aber eben Chartreuse, großer Chartreuse-Anteil, hier mit Gold unten, an der Seite silbrig, rote Augen haben sie alle. Dann haben wir hier ein Weißfischimitat, was unauffälligeres, was für klares Wasser, mit einer schwarzen Blade, blau drauf, weiß unten und eben diesen gräulichen Skirt. Und als letztes dann noch der Klassiker hier, More Kiwi, schön Kiwi Skirt, bisschen braun, bisschen Chartreuse mit drin, bisschen dunkelbraun, golden wieder unten, dementsprechend auch ein goldenes Blade, orangene Augen, dunkler Kopf mit grünen Aspekten drin. Und mit diesen Teilen lassen sich sämtliche Farben, die wir so haben, gut kombinieren. Also da haben wir halt geschaut drauf. Ne? Zum Beispiel hier würde man sagen, was kann man mit dem fischen? Electric Shad, Blue Flake Cookie, Dark Goby. Also alles, was sich da gut wiederfindet. Also ich schaue immer, dass sich die Farben irgendwo wiederfinden, dass das ganze System eine Einheit bildet. Also fast der beste Fisch des Tages. Da ist das Ding. Ich habe die Farbe der Cheddar Rush Cass nochmal geändert. Und auch das funktioniert. Klar. More Kiwi passt halt More Kiwi zum Beispiel dazu. Da passt aber auch, kann man auch mal Purple Chartreuse mit fischen. Purple Chartreuse geht natürlich auch super hier drauf. Also ihr seht, man kann es halt super kombinieren. Und man kann sämtliche Barschalam-Gummis dran fischen. Also zum einen den Pintail, zum anderen einen Action Shad. Geht dann auch mal in groß, ne? Wenn ihr mal richtig auf Hechte losgehen wollt oder auf große Barsche und dann natürlich auch den Sneaker. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Kombination aus diesem More Fire
und dem Real Shad. Sieht ja super zusammen aus, funktioniert, aber der See, es wird trüber, das Wetter ist komisch irgendwie, es kommen viel mehr Wolken kurzzeitig. Dann kannst du das Ding hier ausklinken, zack, und nimmst einfach, sagst dir, ey, sieht doch auch geil aus, findet sich ja auch teilweise wieder. Und ich will jetzt diesen Grünaspekt da noch dazu bringen, probierst es einfach aus. Kann man sich so alles zurecht konfigurieren, kann ein bisschen Größen zusammen konfigurieren, unterschiedliche. Hier an dem 7,5er kann man von dem 6 cm Sexy Swimmer über den 8 cm Shaky Sneaker bis hin zum 12er Shad eigentlich alles fischen. Stick kann sauber durchkombinieren. Die wachsen halt an mit ihrem Gewicht. Ne? Die Blades werden größer, je mehr Gewichte. Das bedeutet, dass man da halt nicht wahnsinnig klein fischen kann. Also super klein und super schwer passt nicht zusammen. Apropos Gewichte, wir haben Gewichte von 5 Gramm, 7,5 Gramm, 10 Gramm, 12,5 Gramm und 15 Gramm. Und wie gesagt, die Blades wachsen mit dem Gewicht, sodass man eigentlich immer in derselben Tiefe angeln kann, aber dann eben größer werden kann. Das war die Idee dahinter. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es genial. Und die Hechte mögen es auch. Und die Barsche sowieso. Haben wir wieder einen. Uiuiui. Kein roter Schnur kriegt. Das macht alles die Dehnung vom Flo kaputt. Ja, ihr seht, ne? Zum Thema bleibt dieser Haken dem Köder treu. Tut's. Seid ihr links auch so limitiert, Leute? Schönes Ding. Wow. Britannien sind wir hier. Großbritannien. Kleinbritannien. Oh. Richtig krumm. Das ist die 10 Gramm oder wie? Die 10 Gramm. Aber trotzdem für unseren Schniepelteich heute ein richtig schönes Hechtchen. Petrus. Vielen Dank. Noch ist er nicht im Boot. Haben wir noch einen Finger frei? Einen haben wir noch frei. Ich bin Mr. 9,5. Die 70er rein. Haben wir es geschafft. Ich wollte da jetzt kein Risiko eingehen, Johannes. Ich finde, du hast es aber getan. Da ist das Ding. Und genauso eine frische Schramme auf der anderen Seite wie ich an meinem Finger. Boah, guck dir das mal an. Hier oben. Die Frage ist, war das ein Kormoran? Und hier unten auch? Da kam der Barsch hinterher. Fisch. Nein! Fuck, weil die Bremse offen war, das hätte ein Barsch sein können. Ja. Hätte aber auch eine Hechtfritte sein können. Hätte auch die Hechtfritte sein können. Scheibenhonig. Darf nicht passieren. Darf echt nicht passieren. Schon zum zweiten Mal, Junge. Alter! Das ist ein Fisch. Oder? Ja. Meiner hat gerade fast das Schlauchboot zerschmettert. Ui. Gar nicht verkehrt. Da ist er. Und der ist makellos. Der ist makellos. Petri, danke. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Die Chatterbaits hier, die Chatter Rush Gas, machen die Hechte hier sowas von kirre. Die Barsche auch, aber da haben wir noch keine besseren gefangen. Absolut kurzweilig. Fisch auf Fisch auf Fisch auf Fisch auf Fisch auf Fisch. Unfassbarer Angeltag.
Oh Mann! Ich warte ja immer noch drauf, ne? Schwester, wir brauchen das Skalpell. Die Barsche haben ja auch Bock. Die gehen ja auch rauf. Ja. Fisch on. Nicht dein Ernst. Jawohl. Woo, Stiebe. Man muss auch echt sagen, dass der Trailer hier sehr viel Spielraum hat, was auch wirklich wunderbar im Wasser läuft. Und auch, dass die Lackierung am Kopf echt viel ab kann. Ich weiß nicht, wie viele Hechte jetzt dieser Köder gesehen hat. Und dafür sieht er echt gut aus. Ist gut gemacht, Johannes. Selber geklappelt, handgedengelt. Wir suchen uns nichts. Wir geben einfach Gas. Wir fahren über den See, schmeißen, schmeißen, schmeißen. Und das ist halt das Geniale an Chatters, dass das einfach brutale Suchköder sind. Du musst nichts machen, du musst nichts denken, du musst einfach Dauerfeuer geben, immer mal schneller, langsamer werden, mal durchsacken lassen, ankurbeln. Ich hatte jetzt auch viele Aktionen direkt vorm Boot. Das Ding stand quasi vorm Boot und kommt noch was angeschossen. Also es ist auf jeden Fall ein Köder, der die Fische sehr neugierig macht und wo man sehr schnell sehr viel Wasser absuchen kann. Ja, vielen Dank, Shimano, im Übrigen nochmal für die Rolle. Macht einen richtig geilen Job. Frisches Fluorcarbon, frisch aufgespult. Noch nicht ein Tüttel. Das ist auch schon witzig mit der leichten Route. Macht Spaß, auf jeden Fall. Was macht man das? Oh, das war die Dutzendrehung. Das ist für die Leute. Das ist echt. Ab und zu ist halt, das ist so krass, wenn der Wahnsinn dann durchkommt. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ich erzähle euch hier was vom richtigen Winkel und dann richtig spazieren. Wow. Und wieder vorne durchgepierst. Wahnsinn. Bin super beeindruckt von den Dingern. Petri. Petri, danke. So, jetzt ist es ja wirklich so, dass der Erik denselben Köder fischt eigentlich, also denselben Chatter. Hast du auch dasselbe Gewicht? 7,5. Der einzige Unterschied ist, dass ich mit Perch, Undercover Perch fisch und er mit Real Chat. Kann sein. Ich glaub's nicht. Muss Glück sein. Aber ihr seht die Hechte, ey, so gallig. Ich weiß nicht, wie viele. Du weißt aber, wie viele. 32. Brutal. Man sagt ja irgendwie, der Chatterbait, der sorgt für Mikrovibration hoch 10. Aber dadurch, dass das hier jetzt so in dem Gelenk sitzt, hat man eine ganz andere Bewegung. Man hat viel natürlichere Schwimmbewegungen, weniger erratisch. Vom Köder her, da kommt die Frequenz, kommt vom Kopf und von hinten kommt eine ganz natürliche Schwimmbewegung dazu. Sieht einfach super geil aus. Muss man sich jetzt nicht sagen, oh, mein Chatterbait, der andere mit der großen Blade und wo alles fix ist, der hat den so richtig krass zum Laufen gebracht. Der hier funktioniert nicht. Es ist einfach eine Alternative und eine gute Alternative. Ihr habt ja gesehen, die Fische mögen es total. Durch dieses Spiel hat man natürlich auch teilweise bessere Hakeffekte. Ne? Die Fische, wenn die kommen, können den einfach einfalten. Auch da ist nicht hier jetzt steif irgendwie, wenn die von der Seite kommen und es produziert dann Fehlbisse. Nö, die können kommen. Das faltet sich ein, du haust an, Fisch hängt. Zu den Dingern an sich, das ist Bismut, also bleifrei, die Köpfe. Die Blades, die wir dazu gewählt haben, haben wir teilweise eigene Größen schaffen müssen, damit wir den für uns optimalen Lauf erzielen. Es gibt Momente, wo man mit riesigen Blades die Fische super aggressiv machen muss, um Bisse zu kriegen.
Das ist aber eigentlich nicht so oft der Fall. Ganz oft funktioniert das hier sehr super. Gar nicht so über viel Druck machen, ne? Was sollen die Fische auch denken, wenn da jetzt so ein Reizwellenmonster vorbeikommt. Eher ein bisschen auf natürlich setzen, die Flashes durchs Wasser schicken, eine kleine Druckwelle kommen lassen. Das ist doch viel überzeugender für den großen, scheuen, dicken, dicken Großbarsch. Was natürlich auch ein Vorteil ist von dieser Wechseloption, also Hakenwechseloption, ist erstens, ihr könnt denselben Köder Offset und Nicht-Offset fischen, braucht nur entsprechende Haken, könnt den also durchs Kraut schicken oder durchs Schilf mit einem Offset-Haken oder aber echt auf Nummer sicher gehen mit einem offenen Haken. Und dann ist es ja außerdem auch so, dass gesalzene Köder Haken angreifen gelegentlich und man Chatterbaits eventuell auch mal entsorgen muss, weil der Haken defekt ist. Da geht es dann wirklich nur um den Haken und dann wird der ganze Chatterbait entsorgt. Das entfällt hier auch. Der kam richtig gut angeschossen. Hast du gesehen, wie er reingeklappt ist? Schöner Schnippoletti eingestiegen, direkt vorm Boot. Ich hab's live gesehen, wie er sich geschnappt hat. Und Schuss. Funktioniert, würde ich sagen. An der Stelle vielleicht noch kurz, wir empfehlen Search and Jig Routen zum Chattern. Weiche Spitze, können Sie super reinlaufen. Oder weiche Spitze, relativ weiche Spitze, können Sie super reinlaufen. Gute Bissverwertung. In meinem Fall mit dem 7,5er die Search and Jig ML, 5 bis 15 Gramm, ideal dazu geeignet. Super leicht. Super schön, super wurfgewaltig. Und das muss es auch sein. Ne? Ihr wollt die Dinger weit rausschmeißen und ihr wollt den ganzen Tag mit den Dingern angeln. Dann dürfen sie nicht zu schwer sein und doch ein bisschen länger für den Anhieb auf die lange Distanz. Und auf meiner sitzt seit heute eine 71er Metallium DC mit 24,5er Momoi Fluorcarbon. Richtig geiles Zeug. Beides toll. Aber die Rolle natürlich und in Ergänzung zur Route ein Match vom Allerfeinsten. Aller Bockhüß. Für dein Hecht. Also, man kommt hier nicht weg. Aber der schon. Es knattert und scheppert an allen Ecken und Enden. Ich denke mal, wir haben gezeigt, dass man mit der Cheddar Rushka ganz gut Fische fangen kann. Ja, Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, das war ein Rushka-Tag vom Allerfeinsten. Frequenz hoch 10, Größe, bei Erik hat es gepasst einigermaßen. War okay, bin zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid's auch. In diesem Sinne, chattert was raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.